waren Sie in der Nacht vom 31. März zum 1. Da hat er sich irgendwie seltsam verhalten. Herr Schnabel, ich muss mit Ihnen sprechen. Moment bitte, ja? Hat Hannes denn irgendwas erzählt, dass er weglaufen will, oder? Ich finde das unmöglich. Meine Tochter weiß nicht, warum dieser Junge abgehauen ist. Mein Sohn ist nicht abgehauen! Herr Jansen. Hannes hat seine beiden Armbanduhren über alles geliebt. Er hat sie immer getragen. Ohne sie wäre er nirgends hingegangen. Bis zuletzt hat er sogar mit beiden Uhren geschlafen.